Dennis Pankowski, das ist Christian Haas, der Lokalmatador, der im Halbmarathon Platz 2 belegte. Aus Enns kommt der Christian Haas heute Platz 2 und damit bester Österreicher und bester Oberösterreicher beim Halbmarathon. Ihre persönliche Bestmarke, ebenfalls hier in Linz aufgestellt, ist es nicht geworden. Platz 2 und die Zeit 8 Sekunden hinter dem siegreichen Schweizer. Wie kann man das einschätzen? Wie zufrieden sind Sie? Ich bin sehr zufrieden. Also ich habe gehofft, dass ich unter die ersten 3 komme. Nachdem 2 starke Ausländer angekündigt wurden, habe ich mir gedacht, das wird ein Kampf um den 3. Platz. Vielleicht wird es ein 4., 5., aber dass es 2. Platz wird, das hätte ich mir nie gedacht. Und mit der guten Zeit, also ich bin echt voll zufrieden. Wie kann denn heute die tolle Atmosphäre draußen auf der Strecke die doch schon etwas wärmeren Temperaturen wettmachen? Also auf die Plätze, wo viel Leute waren, viel Staffelübergaben, ist natürlich ein Wahnsinn. Da hört man sich selber nicht mehr schnaufen und es gibt dann natürlich einen Schwung. Und der Zieleinlauf ist sowieso das Beste, was man erleben kann da überhaupt. Sie laufen ja Ihre besten Zeiten traditionell schon in der Heimat hier in Linz. Woran liegt es, dass Sie hier scheinbar immer wieder die Füße in die Hand nehmen, so im sprichwörtlichen Sinne? Ja, es ist mir sehr wichtig, der Lauf. Das ist irgendwie das Highlight des Jahres. Irgendwie auch wenn man Staatsmeisterschaften rennt, merke ich es immer selber. Ich bin da am aufgeregtesten und bin schon die ganze Woche nervös und das hilft mir natürlich auch ein bisschen. Also bester Österreicher beim Halbmarathon und Platz 2, damit kann man durchaus leben hier. Ja, perfekt. Also ich freue mich sehr. Dankeschön, Christian Haas. Also ein zufriedener Oberösterreicher hier mit Platz 2 beim Halbmarathon. Wieder zurück zu euch, Thomas und Christian.